Konfirmationsbeziehungen, Brautwerbung, Verhältnis zu den Adligen. Also dem habe ich jetzt das unterschlagen und er hat nichts. Minus. Müssen wir dann beobachten. Okay. Ja. In Reivadin. Schauen wir mal in die Schenke. Wachmann. Nizar. Seid gegrüßt, Reisende. Ich bin Nizar. Zwei Personen habt ihr von mir gehört. Ich denke nicht. Nein? Dann habt ihr vielleicht von meinem Ross gehört, das über Kalrazian-Ebenen fegt wie ein Mondstrahl, oder von meinem Schwert, dem Feinschmecker, der nur das Blut der höchstgeborenen Prinzen des Landes akzeptiert. Ich bin ein Krieger vom Beruf, aber vielleicht wisst ihr auch um mein Können als Poet, der auch die kühnste Maid noch schwach werden lässt, oder um mein Können in den Künsten des Schlafzimmers, die ich zugegebenermaßen nicht allzu ärmlich beherrsche. Ich bekenne mich zu einer gewissen Zuneigung für Kalatia und habe in den letzten paar Jahren seine Städte, Burgen und Dörfer besucht, wo ich meine Talente förderlich anbringen konnte. Das erinnert mich irgendwo da draußen. In der Stadt ist ein ziemlicher Bastard, der Garte, ihr würdet mir wohl nicht helfen, die Stadt zu verlassen. Ich könnte ein zusätzliches Schwert in meiner Kompanie gebrauchen. Tatsächlich, es wäre zu eurem Vorteil, mich einzustellen. Schwert, Lanze, Bogen. Meine Fertigkeiten in der Waffenkunst ist das Thema epischer Verse. Zusammen werden wir Taten vollbringen, die bei Festen und an den Lagerfeuern vorgetragen werden. In schmutzigen Schenken und in den Hallen von Königen viele zukünftige Generationen lang. Gut, macht euch bereit und wir reiten los. Ja, schon wieder 300. Bevor ich unterschreibe, ist das noch eine kleine Angelegenheit gewisser Ausgaben, die sich während meines Aufenthaltes hier angesammelt haben. 300 Dinare, könnt ihr das wohl für mich zahlen als Freundschaftsgeste? Ja, also. Ja. Egal. So, dann haben wir hier noch einen. Das ist der Lösegeldvermittler. So, wir haben noch 812 Dinare. Dann gehen wir mal ein bisschen sammeln. Ja. Wie heißen die? Piraten. Ja, wir hätten einfach Banditen, ja. So. Und dann gehen wir hier zum... Ungefähr hier sind die meisten, also gehen wir dorthin. Ich will unbedingt bald ein Dorf haben. Unbedingt. Bisschen Strategie-Part möchte ich schon haben drin. Ja, toll. Okay, wir gehen mal zur Burg Slesk. Einen Dörfler. Wo seid ihr? Das ist auch ein Dörfler. Spiellog. Dame Janab, Marys, Emir, Munib, Atscharitz. Also die haben geheiratet. Okay. Ja, viele Flint und Nordkönige, ich habe einen Bock Ismeralla vom Königreich Fegi genommen. Ismeralla. Okay, doch. Dann haben die das eingenommen. Okay. So, Bazek. Gibt es hier irgendwo Banditen? Wir haben leider noch nicht so gute Spurensuche. Aber ja, wir werden sie schon finden.
Da, Tundra-Banditen, heißen sie. Aber es gibt irgendwie Seeräuber oder so. So. Die Durchreise hier kostet Wegzoll an uns abzutreten. Wenn es euch also nichts ausmacht, nehmen wir es uns aus eurem Goldbeutel. Meine Klinge werde ich euch spüren lassen, lumpiges Gesindel. Ihr seid auf Tundra-Banditen gestoßen. Ihr habt 39 Soldaten, die gegen ihre 15 kämpfen können. Okay. Nein, ich will ab dem Pferd. So. Und los. Wenn wir uns wieder mit dem Bogen bewaffnen. Und dann. Oh. Vier Schaden. Drei Schaden. Und der Kampf ist schon im vollen Gange. Na, oh, der Schwierig ist tot. Nessa ist tot. Nein, nicht tot. Bewusstlos. Nicht gut. Hier ist ein Pferd. Der Kampf ist einfach nicht gerade so gut, weil die KI relativ schlecht agiert, zu nah an uns sind. Und ja, darum habe ich am liebsten Zweihandwaffen, damit kann man richtig die Schilde runterdrücken und so und dann das zweite Mal dann richtig fett den Kopf aufspießen und so. Ich mag den Einhand nicht so gut. Gerne. Okay, jetzt haben wir ein paar Gefangene. Wir werden hier noch nicht alle hochstufen, nur die wichtigsten, also die kleinsten. Rekrut, Miliz, Fußsoldat, Rekrut. So. Wegir-Rekrut. Stammeskriege. Jo. So, 8 Gegenstände. Leichte Lanze. Ah, da haben ein paar Leute gefressen. Einen Nomadenbogen. Genauigkeit 99. Der ist eigentlich relativ gleich. Ein Rundschild, das können wir hier hin tun. Der ist jetzt nicht so gut. Aber wir könnten den trotzdem vergeben. Und die Bernlinge auch. So, jetzt können nochmals Leute hochgestuft werden. Wir fangen an mit Nas, mit Rolf. So, Nasir. Margrit. Marnin. Also der Rolf. Reden. Fertigkeiten. Du hast vor allem Taktiken. Intelligenz. Nein, wir werden ihn auf Stärke machen. Schlagkraft, Wurfkraft, Waffenmeister, Schild. Okay, dann ist er unseren Tank. Wir werden auf Stärke machen und hier auf Eisenschwarte. So. Rolf also ist unser Tank. Also. Rifa-Schech zurück. Oh, jetzt sind wir langsam, also die Gefangenen bremsen uns ein wenig und deshalb müssen wir so schnell wie möglich die verkaufen.
und nicht von schlimmen Leuten fangen lassen. Firentis, Paschadur, okay. Puh, schon wieder reden. Machen wir kurz. So, ich bin verloren, verloren. Warum so betrübt, Freund? Ich habe die unsäglichste aller Sünden begangen, mein Herr, und zu meiner großen Schande muss ich euch als mein Bekenner erkühren, wenn ihr mich dann anhören wollt. Ich war ein Kavalleriehauptmann im Dienst des Fürsten hier in Rivaschek, und mein Bruder diente mit mir. Aber wir waren beide in dieselbe Frau verliebt, eine Kurtisane. Eine Verführung, die mit unserer Eifersucht Tränke schmiedete. Mein Bruder und ich stritten uns. Ich hatte zu viel getrunken. Er schlug mich mit seinem Handschuh und ich spießte ihn auf mein Schwert. Meinen eigenen Bruder, mein Schwertarm troff vom Blut meines eigenen Fleisches. Glaubt ihr, es gibt noch Hoffnungen für einen Mann wie mich? Kann ich noch den Weg der Rechtschaffenheit finden oder bin ich verdammt, den Dämonen in meinem Inneren zu folgen? Ihr könnt euch uns anschließen, Unrecht vergelten, Unterdrücker bekämpfen, eure Sünden reinwaschen, sowas in die Richtung. Ja, göttliche Segnung, Versehung muss euch gesandt haben. Führt mich aus der Dunkelheit. Ich bin in den Kriegskünden recht versiert, doch bitte, mein Herr, ich wünsche meine Fähigkeiten zur Verteidigung der Unschuldigen und der Schutzlosen einzusetzen und nicht dazu als gemeiner Brigand nach dem Elend anzurichten. Noch mehr Elend anzurichten, wie ich es schon getan habe. Stets Diensten, packt eure Sachen zusammen und wir machen uns auf den Weg. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Juhu, dann noch ein Paschadur. Seid gegrüßt, Reisender. Würdet ihr ein Becher mit mir leeren? Selbstverständlich, mit wem habe ich die Ehre, den Becher zu kreuzen? Ich bin Paschadur, Sohn des Azabai, Enkel des Batsam. Wärt ihr nicht ein Barbar, so würdet ihr von meiner Abstammung her erkennen, dass ich ein Rotschimmelkergit des Hochlandes bin, von Stamm der Shamir, Clan Dulam, aus der Familie Ubains aus dem Pantashtal. Pah, Gott, oh Gott. Und ihr könntet euch denken, warum ich so fern der Heimat bin. Seit Menschengedenken lag unser Volk in Zwist mit dem Stamm der Humyan, von denen viele im nächsten Tal ansässig waren. Viele Männer haben für diese Fehde auf beiden Seiten ihr Leben gelassen, ausschließlich zwei meiner Brüder. Da kam selbst ein Verfall, uns dem Zank ein Ende zu bereiten, um Männer für die Kriege in der Karazian zu schonen. Aber ich kenne meine Rechte und das Blut meiner Brüder schreit nach Rache. Ich überfiel und tötete mein Humayun auf einen Pfad in den Bergen und verließ unser Dorf in derselben Nacht, ohne eine Gelegenheit gehabt zu haben, meinem Vater leben wohl zu sagen. Ich werde ein Jahr oder zwei in Kalaratia bleiben und dann heimkehren, wenn die Männer des Khans die Sache vergessen haben. Die Humyan werden freilich nicht vergessen, aber das ist der Preis der Ehre. In der Zwischenzeit sind alle Gelegenheiten, meinen Lebensunterhalt mit meinem Schwert zu verdienen, sehr willkommen. Als gezeichnet, ich könnte euch vielleicht etwas anbieten. Nun, das ist ein höchst großzügiges Angebot. Ich werde euch nicht verraten, solange freilich wie ihr eure Pflicht mir gegenüber nachkommt und mich nähert, entlohnt und meine Kanaver nicht in ein Gefecht zerrt, das keine Chance auf Sieg bietet. Gebt mir bitte etwas Salz, es ist Sitte bei uns im Volk, Salz von unseren Hauptmännern anzunehmen, als Zeichen ihrer Besorgnis um unser Wohlergehen. Selbstverständlich, hier habt ihr etwas, hier nehmt etwas Salz. Vielen Dank, nun an unserem Abkommen zu besiegen, möchte ich euch um 400 Dinar bitten. Es ist ein Ratschlag, den mein Vater mir gab. Er sagte mir, Paschadur, kämpfe nie für einen Barbaren, bevor ihr euch einen fairen Lohn ausgezahlt habt. Verzeiht, doch das kann ich mir momentan nicht leisten. Das ist jetzt zwar wirklich unterdrückend.